Die Top-Methode erlaubt es mit 4 Messmanschetten sowie 2 optischen Sensoren, die Messung an bis zu 6 Messstellen simultan durchzuführen. Dies ermöglicht sowohl die Erkennung von Durchblutungsstörungen der großen Gefäße sowie eine Beurteilung der Durchblutung im Vorfuß- und Zehenbereich. Dadurch kann der Wundheilungserfolg bei Diabetikern eingeschätzt werden. Die ANGE-Top-Messung kann in wenigen Schritten und ohne signifikante Patientenbelastung durchgeführt werden. Nach dem Anbringen der Manschetten an Handgelenken und Fesseln sowie der optischen Sensoren an den Zehen und der EKG-Klemmen an den Handballen wird der Manschettendruck durch das Messprogramm auf 180 mm Hg erhöht und in 10 mm Hg-Schritten stufenweise reduziert. Das ANGE-Top-Verfahren ermöglicht auch bei Mediaskerose eine schnelle und sichere Abklärung des peripheren Gefäßstatus bei Diabetikern in unter 3 Minuten. Durch die Aufzeichnung der optischen Sensoren kann sofort determiniert werden, bei welcher Druckstufe die ersten Pulsationen an den Zehen auftreten. Simultan werden verschiedene Werte wie der ABI, der Pulswellenindex PWI, die Gipfelzeit, die Pulswellengeschwindigkeit oder die Herzratenvariabilität berechnet und dargestellt. Eine optionale Belastungsmessung kann die Sensitivität der Messmethode wesentlich erhöhen.